So, Freunde, Sonntag, der 22. Januar und du kommst aus dem Staunen mal wieder nicht raus. Ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber es stimmt ja tatsächlich. Wir werden in Zukunft Insekten fressen, ohne es zu merken. Wie jetzt? Ja, 5% an Proteinen versteckt, undeklariert, das finde ich ja das Geilste, werden wir demnächst Insekten in unseren Lebensmitteln haben. Tja. Hier habt ihr mal eine Liste über die Insekten, die wir dann alle futtern werden. So darf die Firma Cricket One teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille für folgende Lebensmittel verwenden: Backwaren, bierähnliche Getränke, Cracker und Brotstangen, Getreideriegel, Teigwaren, Soßen und Kartoffelerzeugnisse. Sowie Gerichte auf Basis von Hülsenfrüchten, Fleischalternativen, Suppen und Suppenkonzentrate oder Pulver, Snacks auf Maismehlbasis, Schokoladenerzeugnissen und Nüssen und Ölsaaten. Die Menge ist dabei begrenzt, so darf etwa ein Fleischersatzprodukt zu 5% aus Insekten bestehen. Die Produkte müssen dabei nicht auffällig gekennzeichnet sein. Ohne es, wie gesagt, zu wissen, man kann nur vermuten dann. Und dann habe ich gestern gesehen, dass Herr Özdemir ja bei der Agrarministerkonferenz in Berlin auf der Grünen Woche rauskam und ja, die Bauern, die wird er jetzt aber 100% durch den Rücken stärken und so, waren ja auch Zehntausende da. Hm, wer war denn da? Mal abgesehen davon, dass es keine Zehntausende waren, weil meine Berufskollegen da waren. Könnt ihr ja mal gucken hier, wie viel da waren. Da waren eine Null zu viel dran und die Hälfte davon waren noch Polizisten. Sei es drum. Aber interessant ist ja immer, wer da rumeiert, ja? Und dann die Agrarwende vollziehen möchte, die queere, schaut euch mal, ich glaube das immer nicht, aber es ist ja tatsächlich so, die queere Agrarwende, was soll das denn jetzt schon wieder sein? Ist mir ja auch vollkommen egal. Also ich weiß, dass wir Berufskollegen und Berufskolleginnen haben, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen und diese ganzen sogenannten Aktivisten, die aus Lützerath jetzt mal eben kurz nach Berlin gefahren sind, bezahlt dann da irgendwie auftreten und irgendwie die Wende vollziehen wollen. Es ist genau wie bei Energie, ja. Es ist scheißegal, ob uns erstmal alles ausschalten, irgendwo wird es schon herkommen und dann Lebensmittel, ja, kommt schon irgendwo her, scheißegal, bei uns erstmal alle abstellen, Blühwiesen hinpacken und diese bekloppten Bauern, die jeden Tag aufstehen und für uns diesen ganzen Quatsch machen. Naja, sei es. Es ist, wie es ist. Es muss anscheinend erst alles zusammenbrechen, bis es wieder besser wird. Und was hat neulich einer zu mir gesagt? Lieber eine Katastrophe als eine Krise. Das geht viel schneller vorbei. Tja, ich weiß es auch nicht. Also mehr Aufklärungsarbeit, als wir in den letzten Jahren alle gemacht haben, meine Berufskollegen und ich, geht ja gar nicht. Und wer so dumm ist und wer nicht hören will, der muss anscheinend erst fühlen. Naja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Es gibt ja Anlass zur Freude. Mensch, der Winter ist da. Schnee, unglaublich. Wie geht das denn schon wieder? Naja, sei es so. Horido, ich brauche einen Schneemann.